Am fünften Tag erreichen wir schon frühzeitig unser Nachtlager. Welcome home. Wir suchen uns einen passenden Platz für unsere Hängematten und Bommel schwingt wieder einmal den Kochlöffel. Am späten Abend gibt es dann einen der krassesten Sonnenuntergänge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Willkommen auf unserer neuen Insel. Im Hintergrund unser Boot, genug Feuerholz. Und das Geile ist, Leute, Moment, ich gehe in die Sonne. Dann seht ihr auch ein bisschen was. Dort hinten müsste die Sonne untergehen. Und genau auf der anderen Seite ist die Hütte mit Feuerstelle. Das heißt, wir müssen perfekt den Blick hier über den Foxensee haben auf den Sonnenuntergang. Ja, und jetzt, ihr kennt das Spiel, Lager aufbauen, Feuerholz machen. Every day. The same. Aber geil, macht Spaß. Einfach mal komplett was anderes und dann diesen Ausblick genießen. So, wie finden Sie unsere neue Hütte? Geil. Bisschen vor. Aber ansonsten. Nice. Welcome home. Wir werden natürlich wieder hier in dieser wunderschönen Blockhütte übernachten. Aber ich glaube, ich suche mal nach einem kleinen Plätzchen für die Hängematte. Ja, ein bisschen abzulachsen und nachher vielleicht den Sonnenuntergang aus der Hängematte zu genießen. Deswegen habe ich übrigens auch den großen Rucksack dabei. Ne? Zelt ist am Start, Tarp ist am Start, Hängematte ist am Start. Beim Kanu ist man da nicht ganz so drauf angewiesen, auf das ganze Gewichtsproblem. Wo bist du, meine Hängematte? So, ich nehme euch jetzt hier einfach mit und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir was finden. Hier der etwas dünnere und der da hinten. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob die nicht vielleicht zu weit weg sind. Boah, das könnte doch ein mega Blick werden, oder? Wir probieren es mal. Oh, der spannende Moment. Oh nein! So, das wird knapp, Leute, das wird richtig knapp. Ja, ich würde ja sagen, wie dafür gemacht. Ein bisschen höher. Leute, wie geil ist denn das bitte? Ich glaube, ich hatte noch nie so einen fetten Ausblick von einer Hängematte aus. Oh mein Gott. Bommel hat in der Zeit auch schon seine Hängematte aufgebaut. Ja, schaut euch das an, wie er schon am Rumbommeln ist. Es ist wieder soweit, das Feuer brennt, es wird fleißig geschnippelt, denn wir haben immer noch das Projekt Tonnenentleerung. Wir müssen die Tonne leer kriegen und Bommel hat gerade festgestellt, wir müssen jetzt zweimal am Tag warm essen, damit wir es überhaupt noch schaffen. Ich bin gespannt. Heute gibt's Nudeln mit Tomatensauce à la DDR-Schuhküchen-Style. Oh, jetzt bin ich gespannt nochmal. Das könnte schmackhaft werden, Leute. Oh yes. Hier drüben schon schön Zwiebelchen. Das knuspert gleich schön. Feuerchen ist auch am Start. Feuerholz ist auch gemacht. Ja, wer selbst Bushcraften ist oder öfter mal Feuer macht, weiß, wie aufwendig das eigentlich ist. Und das ganze Feuerholz machen, Zunder suchen, Kleinzeug suchen, alles schnippeln und ich bin völlig überbelichtet. Also wir sind irgendwie einfach den ganzen Tag beschäftigt. Natürlich auch mal ein bisschen Pausenzeit, ein bisschen Mittagsschlaf machen, ne? In der Hängematte, aber sonst ist man wirklich den ganzen Tag eigentlich beschäftigt mit Essen machen, Kanu fahren. Also es wird einem nicht so schnell langweilig. Und wenn doch, hat man irgendwie ein Buch dabei und es geht ja auch darum, einfach mal ein bisschen abzuschalten. Und das finde ich einfach nur geil. Arbeitsflipflops, Sicherheitsflipflops. Hallo, Sicherheitsflipflops, wer kennt sie nicht? Was ist denn los? Super. Zeige ich jetzt nichts zu. Und hier präsentiere ich. Mwah!
Oh, Leute, wenn man draußen ist, schmeckt sowas einfach nur übelst geil. Guckt euch das an. Meisterkoch Bommel. Bist du ready? Läuft schön. Dann schwinge ich mir nochmal durchs Horn. Dann wird Zeit, mal so ein Pancake zu drehen. Ja, einen doppelten Dreher machen wir mal. Nummer 1. Pancake-Probe backen, die zweite. Wir sollen nicht immer so auf 6 schlafen. Wollt ihr probieren? Na denn? Nee, der ist nicht zufrieden. Ruhig ist es, aber schmeckt so ein bisschen nach Schuhsohle. So, also so gewucht ist es nicht, oder? Fehlt halt irgendwie jetzt noch so was Frisches dazu, so Kirschen oder irgendwie... Jetzt! Ich weiß die ganze Zeit, was in der Rezeptur fehlt. Milchpulver. Was ist denn überhaupt jetzt alles drin? Es ist drin. Mehl, Wasser, Prise Salz, Zucker. Das war's. Hefe, Backpulver, irgendwie sowas? Backpulver noch, ja. Für die Geschmeidigkeit des Teiges noch geschlucken Öl. Ihr müsst wissen, wir stellen einfach alles auf den Dach. Probieren wir einfach nochmal, was? Vielleicht fehlt einfach auch nur das halbe Glas davon. Ist schon ein bisschen angebrannt hier der Deckel. Super. Der Deckel ist warm. Und die Scheiße hier drin ist immer noch fest. Absolute Nullnummer. Und jetzt gibt's noch die restlichen Cakes. Pancakes. So, Bommel hackt da hinten erstmal und hat wieder seine Sicherheitsflipflops an. Leute, es ist gerade einfach, wie ihr im Hintergrund seht, absolut bombastischer Himmel. Das Problem ist, es ist einfach nicht lange so, deswegen nutzen wir die Zeit gerade für geile Fotos, für ein bisschen Drohnenaufnahmen, für Fotos aus dem Boot. Ich wollte euch trotzdem videotechnisch mal kurz das Ganze hier einfangen, ganz kurz ein paar Szenen und werde euch noch ein paar Bilder einblenden. Aber ist das geil oder ist das geil? Muah, Hammer! Ein weiterer Tag neigt sich dem Ende. Es war einfach ein richtig epischer Sonnenuntergang, so wie ich es mir gewünscht habe. Ihr seht es immer noch im Hintergrund. Wir haben es jetzt mittlerweile 0 Uhr und in, ich glaube, 3 Stunden geht die Sonne auch schon wieder auf der anderen Seite. Ihr seht, es wird also gar nicht so richtig krass dunkel. War bisher auf jeden Fall richtig geile Eindrücke und wir haben einfach, ihr habt selbst gesehen, geile Fotos gemacht, geile Drohnen-Shots. Richtig herrlich. Ich sitze gerade noch ein bisschen am Feuer, Bommel hat sich schon eingemummelt. Dadurch, dass der Wind heute extrem pfeift, bauen wir gerade im Hintergrund so eine kleine seitliche Shelter-Konstruktion. Da kommt jetzt einfach eine Plane drüber. Und dann sollte der Wind geblockt sein. Ja, das sieht doch schon mal ganz fresh aus. Ugh!
Leute, man muss in der Situation immer improvisieren können. Ja? Sonne scheint, aber es ist windig, also wird ein Windschutz gebaut. Ja, sieht das schon ganz gut aus. Ja, immer genug Paracord dabei haben. Schön winddicht hier unten. Und ihr seht schon, wie es das überall eindrückt. Ja, unser Schwedenaufenthalt neigt sich so langsam dem Ende. Und ihr wisst, ich teste immer ein bisschen Ausrüstung. Ich habe euch schon das Zelt gezeigt am Anfang, was ich ausprobiert habe und getestet habe. Dann auch noch ein bisschen was zu der Softshelljacke erzählt. Und ich habe noch eine dritte Sache, die ich mit dabei hatte zum Testen. Und das ist folgendes. Und zwar ist es dieses T-Shirt. Ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt, fragt sich, okay, ganz normales T-Shirt. Ist aber ein T-Shirt aus Merino-Wolle. Ich kannte es noch gar nicht so lange. Ich hatte die ersten Merino-Shirts auf meiner Alpenüberquerung an. Habe die da auch mal wieder durchgewaschen und hatte zwei Stück, also mal eins an, eins zum Wechseln. Und das über 23 Tage lang. Und bin damit einfach mega zufrieden. Habe jetzt hier einen Merino-Shirt von Icebreaker, was ich von Intersport bekommen habe, was eigentlich so ein bisschen als Unterwäsche zählt, glaube ich, aber man auch normal als T-Shirt anziehen kann. Ich finde es optisch auch schick, ist ein bisschen grau meliert. Ja, der eine oder andere findet es jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das habe ich jetzt quasi seit 6 Tagen an, immer mal ein bisschen ausgelüftet. Ich habe es noch nicht gewaschen. Und ohne Witz, es riecht einfach gar nicht. Im Vergleich zu Synthetik-Shirts, also ich habe das Gefühl, wenn ich so Synthetik-Sachen anhabe und da ist irgendwie einmal ein bisschen reingeschwitzt, dann fangen die sofort an zu sticken. Aber hier diese Merino-Sachen finde ich einfach genial und kann ich jedem empfehlen. Kann man das Ganze natürlich auch durchwaschen. Wir haben so ein bisschen Naturseife mit, wo man es dann einfach waschen kann. Aber man braucht natürlich auch dann ordentlich Sonne, damit das Ganze trocknet. Ja, damit geht die 7 Tage Kanutour auf eigene Faust in Schweden zu Ende. Es war eine absolut geile Zeit. Nochmal zum Abschluss ein richtig herrlicher Sonnenuntergang. Ich hoffe, euch haben die ganzen Videos gefallen. Es kommt noch ein Special Q&A zu Schweden. Es kommt noch ein Ausrüstungsvideo. Ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt ein bisschen euer Feedback in die Kommentare zur generellen Tour. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.